Erev Shabbat Shalom. Korach, Datan und Aviran mit deren Anhänger stellen die Position von Moshe in Frage. Die bezweifeln seinen Autorität. Was hätte einen anderen Mensch in seiner Stelle getan? Sicherlich werde er sagen, Gott hat mir beauftragt, und wenn ihr seid unzufrieden, habt ihr ein Problem. Gott hat mir geschickt. Punkt. Was macht aber Moshe? Schickt denen eine Botschaft und sagt, kommt ihr bitte zu mir, wir sitzen, wir besprechen, wir finden eine Lösung. Lass uns sprechen. Die verweigern sich aber zu kommen. Eine richtige Frechheit. Und endlich sollten jetzt Moshe aufgeben und sagen, so weit seid ihr gekommen, ihr wolltet nicht mal zu mir kommen, um zu sprechen. Dann interessiert mir gar nichts. Soll Gott euch bestrafen und ich mache meine Arbeit weiter. Was machte aber Moshe dann? Geht zu denen und versucht das Gespräch mit Datan und Aviran, mit Korach, auf eine vernünftige Art und Weise zu führen. Ja, er hat einen Auftrag von Gott und er soll den jüdischen Volk so führen, genau wie Gott ihm gesagt habe. Da darf er keine Änderung vornehmen. Aber wenn irgendjemand ist unzufrieden, er versucht mit den Leuten zu sprechen, er versucht die Leute zur Vernunft zu bringen, damit auch die Gottes Worten akzeptieren und respektieren. Leider, wie wir diese Woche aus der Tora lesen werden, hat es nicht funktioniert und Gott hat die gesamte Gruppe bestraft. Dieses Schabbat, meine Damen und Herren, 3. Tammuz, ist Jahrzeit des Lubavitcher Rebbe. 28 Jahre, wo die Lubavitcher Rebbe ist leider physisch nicht mehr zu sehen. Die Lubavitcher Rebbe hat uns allen gelernt, dass wenn eine Jude irgendwo auf der Welt ist, der braucht oder weiß nicht, dass er braucht mehr Jüdischkeit in seinem Leben oder noch gar mehr physischen, materiellischen Hilfe. Haben wir allen die Aufgaben, ihm zu helfen und zu unterstützen. Entweder kommt er zu mir oder wenn aus irgendwelchen Grund werde er zu mir nicht kommen, habe ich die Aufgaben, ähnlich wie Moshe damals in der Wüste, zu den Leuten zu gehen. Wir geben nicht auf, egal in welcher Lage und in welcher Situation sich die Leute befinden, wir gehen zu den Leuten an und versuchen, ins Gespräch zu kommen und die Leute auf die richtige Art und Weise zu bringen. Allerdings, genauso wie damals mit Moshe, Gottes Auftrag, die Gebote und Verbote, die Regel von Torah und die Halacha, die dürfen nicht geändert werden. Und wenn die Leute das nicht so akzeptieren, dann können wir mit ihnen sprechen, können wir Überzeugungsgespräche leisten, können wir alles Mögliche versuchen. Aber die Torah und die Halacha, die darf nicht geändert werden. Ja, meine Damen und Herren, das ist die große Lehre, was die Lubavitcher Rebbe uns allen gegeben hat. Jeder Jude ist wichtig, egal in welcher Situation und wo auf der Welt er ist. Wir werden alles für ihn oder für sie tun. So tun Sie auch vor
und am Shabbat einen besonderen Mitzvah für sich selber, für ihre Familien und Umgebung. Und schauen Sie und überlegen Sie, ob es noch jemanden gibt, irgendwo auf der Welt, der möglicherweise durch Ihnen behilflich sein kann, spirituell, auf religiösen Art und Weise oder noch gar materiell. Shabbat Shalom.